Willkommen zum heutigen Webinar der IB Solution. Mein Name ist Anja Boye und ich bin heute Ihr Host. Bevor wir anfangen, ein paar technische Hinweise. Sie sind während des gesamten Webinars stummgeschalten, können jedoch die ganze Zeit über Ihre Fragen in den Chat schreiben und zum Schluss gibt es wie gewohnt unsere Fragerunde. Heute habe ich für Sie das Thema Sub-Identity Management. Das Wort zu stellen, Dankeschön, wie Sie mit Sub-Identity Management Ihre Reorganisation einfach realisieren können. Und dazu möchte ich Ihnen meine Kollegen Sebastian Parag, jetzt darfst du bitte weitermachen, genau, und Markus Schwarz vorstellen. Hallo ihr zwei, wie sieht denn eure Agenda heute aus? Danke, Anja. Die Agenda, die wir mitgebracht haben, sieht folgendermaßen aus. Wir fangen an mit einer kleinen Einleitung zur Reorganisation in den Unternehmen, dann eben so ein Zusammenspiel zwischen dem allgemeinen User Life Cycle beziehungsweise so den Daily Business und der Reorganisation, dann eben, wie man sich darauf vorbereitet, verschiedene Ausprägungsvarianten, die Reorganisation an sich und sozusagen eine Hyperkehr-Ausblick, was danach ansteht. Fangen wir an mit dem ersten Kapitel, Einleitung Reorganisation. Was versteht man denn eigentlich unter einer Reorganisation? Also in einer Reorganisation ist eigentlich in einem Wortsinn eine Veränderung von Organisationen, wie es der Name schon sagt. In den meisten Fällen geht es dabei um eine Veränderung. Das kann zu Folgen haben, eine grundlegende Organisationsform, verschiedene Abläufe und Geschäftsprozesse ändern sich. Es gibt eine Neuerung oder Änderung bei Rollen, Governance, Reporting und Strukturen. Oder es werden Teams zusammengesetzt. Das wäre wahrscheinlich der meiste Punkt, der am häufigsten vorkommt. Dann haben wir noch, wodurch wird denn eine Reorganisation ausgelöst? Da gibt es verschiedene Gründe und Auslöser. Das kann aber auch wieder von Firma zu Firma variieren. Ich habe jetzt einfach nur mal ein paar Beispiele. Es gibt eben von Zeit zu Zeit eben Anpassungen in Unternehmen, zum Beispiel an Strategien, damit man auch langfristig wettbewerbsfähig bleibt. Und da gibt es halt dann auch dementsprechend neue Produkte, die etabliert werden, neue Geschäftsmodelle, wo dann mehr und mehr in Richtung einer Reorganisation gehen, weil sich etwas ändert. Typischerweise gibt es dann auch ja, eine Reorganisation in dem Sinne, man hat Wechsel von Führungskräften zum Beispiel, wo es dann neue Prioritäten gesetzt werden. Da muss die Organisation dann dementsprechend optimal aufgestellt sein. Und das hat dann demzufolge, dass man wieder eine Reorganisation macht, das heißt neue Bereiche definiert. Allgemein im letzten Punkt würde ich vielleicht noch sagen, Reorganisation ist vielleicht auch ein Thema, was historisch gewachsen ist. Das heißt, man hat über Jahrzehnte eine bestehende Struktur und feste Arbeitsabläufe, an denen man festhält. Und da der Markt, die Gesellschaft oder auch die Technologie ja einen schnellen Wandel durchleben, muss man darauf dann als Unternehmen auch irgendwann mal darauf reagieren und dementsprechend wird diese Reorganisation dann etabliert. Wie ist das Ganze jetzt zu unterscheiden zu einem Daily Business? Da Daily Business spreche ich jetzt eher schon in Richtung IDM-Schiene. Daily Business IDM ist sozusagen, ja, man kann auch vieles in Masse machen, aber eine Massenänderung von zum Beispiel Organisationseinheiten ist dahingehend eigentlich nicht so vorgesehen im Daily Business, sondern da sprechen wir dann eher über eine Reorganisation. Unterschied, deshalb komme ich auch zum meinem zweiten Punkt, das Zusammenspiel mit einem allgemeinen User Life Circle versus einer Reorganisation. Da haben wir den Daily Business, wie schon erwähnt. Wir haben eigentlich, das ist ganz, ganz grob skizziert, wir haben den Einstiegspunkt, okay, irgendwo in einem Quellsystem, sei es jetzt das HCM, das SuccessFactors oder weitere Quellsysteme, werden verschiedene Maßnahmen oder Eintritte, Austritte, Änderungen definiert. Diese werden dann sozusagen übertragen in das IDM und dadurch gibt es dann auch eine 1:1 Beziehung zu Organisationshierarchien, beziehungsweise kann das auch eine 1:1 sein, wenn es mehrere Positionen gibt. Und zudem gibt es dann eine Einordnung in ein Rollenkonzept, falls vorhanden. Dieser Punkt muss nicht unbedingt zwangsweise bei allen Unternehmen so sein. Es gibt auch nicht unbedingt immer eine Einordnung in ein Rollenkonzept anhand von einer Organisationshierarchie, sondern das ist auch weg davon gelöst. Des Weiteren haben wir dann eben dieses Zusammenspiel, okay, ein neuer Benutzer ist angelegt, eine Änderung ist
in das Zielsystem bzw. im IDM identifiziert worden. Das muss auch alles verarbeitet werden. Die Benutzerstimme werden sozusagen in die angeschlossenen Zielsysteme weiterverarbeitet. Anlage, Modifikation oder Abgrenzung. Und natürlich gibt es da auch weitere Punkte, die man noch berücksichtigen sollte an der Stelle. Und dann als letztes ist dieses Berechtigungsset. Das ist dann eben, das heißt jetzt positionsgebunden, Business-Rollen-Konzept, Einzelberechtigungen. Diese werden dann vergeben oder auch wieder abgegrenzt, also ein Entzug. Der Unterschied jetzt, beziehungsweise das Zusammenspiel mit einer Reorganisation, eigentlich das gleiche Beispiel, nur dass da eben mehr oder weniger wir nur über eine Änderung sprechen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es bestehende Daten sind, die geändert werden, nur in Masse. Und da fangen wir dann an mit einer Änderung in Masse, zum Beispiel einer Organisationseinheit. Diese wird dann eben zu einer Neuzuordnung in der Organisationshierarchie etabliert. Dann geht es eine Neuzuordnung in ein Rollenkonzept, falls vorhanden. Und das gleiche Set spielt sich eigentlich dann auch wieder ab mit dem Benutzerstamm und den Berechtigungen, die dann in die Zielsysteme vergeben werden. Wie kann man das jetzt Ganze gegenüberstellen? Im Daily Business haben wir im Endeffekt, wenn man es nüchtern betrachtet, eine Einzelfallbetrachtung. Das heißt, es kommt eine Änderung rein, die wird verarbeitet, die ist eher zeitunkritisch, weil es einen Ablauf hat, die im IDM hinterlegt sind. Und das Ganze erzeugt auch eine sehr geringe Last im IDM, da man an ja, Schritt für Schritt die definierten Prozesse und Jobs im IDM ausführen kann. Wie sieht das Ganze bei der Reorganisation aus? Da gibt es natürlich nicht nur einen Fall, sondern da gibt es x Fälle, sei es jetzt 100 oder 1000 oder 10.000. Je nachdem, wie groß diese Reorganisation ausfällt, kann das eben eine Massenänderung sein, die sehr enorm zeitkritisch dann auch ist. Zeitkritisch in dem Punkt, wie passt das denn auch auf mein Daily Business, unsere Prozesse im IDM? Kann man das damit abbilden? Kann man das nicht abbilden? Da wird der Herr Schwarz auf Sie später im Verlauf von diesem Webinar auch noch genauer eingehen. Und zudem erzeugt diese Reorganisation natürlich auch eine hohe Last, weil je mehr Daten im IDM verarbeitet werden, desto mehr Last erzeugt das System natürlich auch in den Folgeprozessen und Nachfolgeprozessen, je nachdem, wie das System aufgebaut ist. Soweit erstmal von mir. Jetzt würde ich an den Herrn Schwarz übergeben mit der Vorbereitung. Genau, auch erstmal hallo von mir. Wie bereiten wir uns am besten auf so eine Reorganisationsphase im Unternehmen vor? Als allererstes müssen wir natürlich die Rahmenparameter definieren. Da ist eines der wichtigsten Punkte natürlich die Zeitplanung. Und zwar, wie viel Zeit haben wir denn für diese Reorganisation? Muss die vielleicht in einem kleinen Wartungsfenster in der Nacht geschehen? Kann die über ein Wochenende laufen, sodass wir deutlich mehr Zeit haben oder sogar über mehrere Wochenenden? Das heißt, wir können praktisch einzelne Benutzer immer wieder verschieben. Das heißt, hier die erste Gruppe an Wochenende 1, die zweite Gruppe an Wochenende 2 und so weiter. Die nächste wichtige Information für uns ist, wird der Benutzerstamm geändert? Ist das der Fall, hat es natürlich die Konsequenz, dass hinten raus Provisionierung in Zielsystemen geschieht. Das Gleiche oder ähnlich ist es beim Berechtigungsset. Werden User Berechtigungen hinzugefügt oder entzogen? Auch das erzeugt natürlich sehr viel Last auf dem System und muss im Vorfeld geklärt werden. Änderungen an der Organisationsstruktur. Handelt es sich nur um die Zusammenfassung von Teams, von Abteilungen vielleicht, werden diese umgehängt und so weiter. Auch das muss vorher geklärt werden, weil das eben Einfluss auf unser endgültiges Konzept dann zur Reorganisation hat. Ja, als zweiten Punkt gibt es natürlich die Besonderheiten in jedem System. Da gibt es zum einen zum Beispiel, wie geht man bei einer Umbesetzung mit den Sonderberechtigungen um? Werden diese von vornherein entzogen? Bleiben die vielleicht erhalten? Auch das hat alles Einfluss aufs Konzept. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, wie die Login-ID in den einzelnen Zielsystemen zum Beispiel generiert wird.
Ist da vielleicht ein Kürzel vom Team oder vielleicht von der Abteilung drin, die später vielleicht umbenannt wird, ist es natürlich auch was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, da einen neuen Benutzer zu erstellen. Natürlich gibt es auch hier ein Positivbeispiel, sage ich jetzt mal. Und zwar, wenn der Daily Business Prozess so schlank gehalten ist, dass der einfach benutzt werden kann. Genau, und haben wir all diese Informationen, gehen wir dann zur Konzepterstellung über und ja, schauen, wie eine Reorganisation bestmöglich in Ihrem System ja, stattfinden kann. Nächste Folie bitte. Genau, hier haben wir auch nochmal dargestellt, wie die einzelnen Parts aufeinander wirken. Wir haben ganz oben das Berechtigungsset mit zum Beispiel der positionsgebundenen Berechtigung oder auch abteilungsgebundenen Berechtigung. Wird hier was angepasst, hat das Auswirkungen auf die Provision Queue. Das ist der Behälter an Aufgaben von IDM, der nach und nach abgearbeitet wird. Umso voller der natürlich wird, umso ja, zeitintensiver wird dann auch so eine Reorganisation. Wenn Berechtigungen neu vergeben werden oder auch entzogen werden, hat es auch Auswirkungen auf den User Lifecycle. Hinter diesen Berechtigungen können Trigger, Events und so weiter oder Folgeprozesse sein, die beispielsweise E-Mails auslösen. Auch das hat alles wiederum Einfluss auf die Provision Queue. Nächste Folie bitte. Ja, kommen wir zu den verschiedenen Ausprägungen, die eine Reorganisation haben kann. Wir haben jetzt hier mal beispielhaft sechs verschiedene Ausprägungen zusammengeschrieben und wollen die Ihnen vorstellen. Die einfachste Ausprägung ist, dass Unternehmensteile, Abteilungen oder Teams einfach nur umgehangen werden. Sprich, die kriegen zum Beispiel eine andere Führungskraft, ein Team wird in eine andere Abteilung gehängt. Eine zweite Ausprägung kann sein, dass eben diese Teile zusammengefasst werden. Sprich, dass aus weil bei einem Wegfall von der Führungskraft eben die andere Führungskraft das Team in sein Team ja, mit aufnimmt. Auch hier werden im Hintergrund Sachen in IDM abgearbeitet. Was häufig der Fall ist, ist, es werden neue Stellen geschaffen. Die Stellen haben dann ein anderes Berechtigungsset beispielsweise und alte Stellen fallen dafür eben weg. Eine vierte Ausprägung kann sein, dass Unternehmensteile oder Abteilungen oder Teams eben umbenannt werden. Hier habe ich ja eben schon mal gesagt, da könnte zum Beispiel der Fall sein, dass eben in der Login-ID vom jeweiligen Zielsystem eben ein Kürzel oder sowas mit drin ist, weswegen dann später ein Benutzer neu erstellt werden muss. Eine weitere Ausprägung, was sehr häufig der Fall ist, ist, dass es für bestimmte Unternehmensteile, Abteilungen oder Teams eben ein gewisses Berechtigungsset gibt. Dieses kann geändert werden, was wiederum auch Auswirkungen auf die Zeit hat, die eine Reorganisation benötigt. Und das Gleiche gilt auch bei den Stellen. Auch diese können diverse Berechtigungssets haben, zum Beispiel kann eben eine Stelle ein ganzes Zielsystem hinzubekommen, wo dann auch erst ein neuer Benutzer generiert werden muss, die Berechtigungen vergeben werden und so weiter. Kommen jetzt aber nochmal genauer auf die einzelnen Ausprägungen zu. Und zwar die erste Ausprägung nochmal. Die Unternehmensteile, Abteilungen oder Teams werden eben im Ganzen umgehängt. Ja, das hat natürlich Auswirkungen auf die jeweilige Organisationsstruktur. Allerdings werden hier eben keine neuen Stellen geschaffen. Das heißt für uns, wir haben einen wesentlich geringeren Zeitaufwand im IDM, da eben keine neuen Berechtigungen geschrieben werden müssen, es müssen keine entzogen werden und dementsprechend ist auch die Masse in der Provision Queue sehr gering und kann ohne Probleme relativ zügig abgearbeitet werden. Nächste Folie. Ja, wie sieht es aus, wenn Unternehmensteile, Abteilungen oder Teams eben zusammengefasst werden? Auch hier ist das ein klarer Eingriff in die jeweilige Organisationsstruktur,
Aber auch hier werden eben keine neuen Stellen erzeugt. Die alten Stellen werden dementsprechend einfach nur umgehängt in ein neues Team, in eine neue Abteilung und so weiter. Dementsprechend sind da auch keinerlei Berechtigungen betroffen, die neu provisioniert werden. Und auch hier ist dementsprechend dann der Zeitaufwand sehr gering und sehr überschaubar. Nächste Folie. Ja, wenn Stellen neu definiert werden und dementsprechend alte Stellen wegfallen, ist das auch ein Eingriff in die jeweilige Organisationsstruktur. Für die jeweiligen Stellen wird dementsprechend ein Berechtigungsset erarbeitet und hinzugefügt. Und genau aus dem Grund, eben weil neue Berechtigungen hinzukommen, potenziell ein neues Zielsystem, gibt es ein erhöhtes Aufkommen in der jeweiligen Provisionierung bzw. auch Deprovisionierung. Das Ganze hat einen mäßigen Auswirkung auf die jeweilige Abarbeitung im EDM. Nächste Folie. Was nicht bei jedem EDM-System ist, aber bei manchen, dass während einer Umbenennung von Unternehmensteilen, Abteilungen oder Teams eben Benutzer neu erstellt werden müssen. Das hat zur Folge, dass der alte Benutzer deaktiviert werden muss. Es werden Berechtigungen deprovisioniert, der User wird gesperrt und der neue User muss erstellt werden und bekommt auch dementsprechend neue Berechtigung. Das Ganze, da es sich meist nicht nur um einen einzelnen User handelt, sondern eben um ein ganzes Team oder Abteilung oder Unternehmen, hat es schon ein recht hohes Aufkommen in der Provision Queue und auch in der Deprovision Queue und verbraucht dementsprechend auch sehr viel Zeit in EDM, um abgearbeitet zu werden. Nächste Folie. Wenn das Berechtigungsset also das übergeordnete Berechtigungsset von Unternehmensteilen, Abteilungen und Teams geändert wird, hat es auch einen sehr hohen Einfluss auf sehr viele Mitarbeiter. Und auch hierüber wird eben sehr viel abgearbeitet und verbraucht einen hohen Aufwand im EDM. Nächste Folie. Genau. Stellenbezogene Berechtigungen. Das ist eigentlich das, was im EDM mit am meisten Zeit verbraucht, da hier meist nicht nur drei, vier, fünf neue Berechtigungen hinzukommen, sondern hier kommt meistens ein ganzer Haufen an Berechtigungen hinzu und auch dementsprechend viele werden entzogen. Es ist nicht selten, dass hier nicht nur ein oder zwei neue Zielsysteme hinzukommen, sondern einige mehr, wo auch dementsprechend User erstellt werden müssen. Also das ist das, was eigentlich im EDM die meiste Zeit verbraucht. Genau. Nächste Folie. Hier haben wir mal eine durchschnittliche Reorganisation als Beispiel genommen. Und zwar beinhaltet die eigentlich nicht nur eine Ausprägung, sondern direkt einen Mix der zuvor genannten Ausprägungen. Und um eben eine optimale Lösung zu finden, benötigen wir dementsprechend auch Informationen. Die können sein oder die werden sein. Wie viele Nutzer sind betroffen? Sind es nur 20, 30? Die könnten zum Beispiel noch mit dem Daily Business Prozess abgearbeitet werden oder es geht schon in den vierstelligen oder sogar fünfstelligen Bereich. Da wird es dann häufig zu Optimierungen kommen müssen. Wie viel Zeit haben wir zur Verfügung? Habe ich am Anfang schon angesprochen. Haben wir nur ein kleines Wartungsfenster oder eben haben wir ein Wochenende oder sogar mehrere Wochenenden zur Verfügung? Die Analyse, was denn die zeitintensiven Prozesse sind, wird benötigt, um eben auch diskutieren zu können, müssen die denn alle wirklich zur Reorganisation laufen oder können wir zum Beispiel welche einfach abklemmen. Die nächste Information, die sehr hilfreich ist, ist, wie viele Umbesetzungen gibt es. Umbesetzungen heißt immer, dass Berechtigungen entzogen werden und wieder hinzugefügt werden, was auch schon der nächste Punkt ist. Auch häufig
hat das Ganze, wird das Ganze mit PowerShell aufrufen. Zusätzlich ausgeführt. Beispiel ist hierbei, dass zum Beispiel, dass ein Kürzel von einer Abteilung oder sowas mit in der E-Mail-Adresse ist und dies wird über PowerShell meist verändert und ein neuer Alias gesetzt. Und das Ganze ist auch eine sehr zeitintensive Sache, das für Tausende von Mitarbeitern zu machen. Ja, die nächste Frage ist, gibt es Modifizierungen im Zielsystem? Wenn ja, muss da wirklich für jede Modifizierung was getriggert werden oder kann man eben am Ende einfach sagen, okay, jetzt ist die Reorganisation rum und wir können einfach einmal jeden Benutzer modifizieren und nur einmal alles in die Zielsysteme schreiben. Auch ein wichtiger Punkt ist, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch bis zur Reorganisation? Ist es schon nächstes Wochenende? Sprich, wir haben eigentlich nur 5 Tage Zeit, ja, uns zu überlegen, wie setzen wir das um? Oder ist es erst in einem halben Jahr, wo einfach viel besser analysiert werden kann? Ja, haben wir auch schon mal angesprochen. Wie wird mit Sonderberechtigungen umgegangen? Werden die oder müssen die entzogen werden? Können die auch noch im Nachhinein entzogen werden? Können die stehen bleiben? Das sind alles so Fragen, die wir einfach im Vorhinein klären müssen, um eben eine optimale Lösung zu finden. Nächste Folie. Genau. Hier haben wir mal so drei beispielhafte nicht Szenario, sondern so können Implementationen für eine Reorganisation aussehen. Es gibt einmal natürlich die Möglichkeit, dass wir eben die bestehende Implementation beibehalten, sprich die, die auch der Daily Business benutzt und da, wo eben auch das Daily Business ausgelegt ist, was aber natürlich eine der zeitaufwendigsten Implementationen dafür sind. Dann natürlich gibt es eine Mischform zwischen der bestehenden Implementation und der Sonderlösung. Die hat eben gewisse ja, Prozesse abgeklemmt, wie zum Beispiel der E-Mail-Prozess. Es muss ja nicht unbedingt für jeden Stellenwechsel eine E-Mail rauskommen. Die Sonderlösung wiederum ist eben was, wo man sehr viele Kalkulationen im Vorhinein schon machen kann, sodass man eben einfach nur noch Sachen am Ende schreiben muss. Ist natürlich dementsprechend nicht für das Daily Business geeignet und dieses muss in diesem Szenario auch ausgeschaltet werden, sonst macht man sich am Ende irgendwas kaputt. Nächste Folie. Genau. Kommen wir mal jetzt zu einem Durchlauf, wie so eine normale Reorganisation im IDM dann aussieht. Je nach Ausprägungsvariante ist das Ganze natürlich dementsprechend zeitintensiv. Wir starten dann die Reorganisation und diese empfehlen wir, sollte auf jeden Fall überwacht werden. Je größer eben die Teile sind, die umgesetzt werden müssen, desto mehr Zeit braucht IDMM, desto mehr ja, Fehler können sich da einschleichen. Sprich, es könnte ein Task einfach stecken bleiben, der restartet werden muss. Es kann eben sein, dass zu viele Zugriffe auf ein Zielsystem da sind, dass der User dort gesperrt wird. Das sind alles eben so Punkte, die während der Überwachung direkt auffallen und die sofort behoben werden können. Ja, denn und am Ende heißt es eigentlich, man muss schauen, wie schnell diese Provisionierung eben ist. Können wir das so optimieren, dass wir ja das Sub-Framework so hinbasteln, dass es eben nicht für jede Aktion was aufruft, sondern eben nur für die, die wirklich wichtig sind und dass wir das so umbauen können, dass es eben keine unnötigen Aufrufe macht, weil jeder unnötige Aufruf kostet unnötig viel Zeit. Problem bei dem Ganzen ist, dass man nicht wirklich viel parallelisieren kann, sondern dass das immer nach und nach abgearbeitet wird. Nächste Folie. Dann Genau. würde ich jetzt Baby. übernehmen. Vielen Dank, Markus. Genau, bevor wir jetzt zu den Fragen und zum Ende vom Webinar kommen, wird der sechste Punkt noch mit der Hypercare und dem Ausblick angesprochen. Die Hypercare für diejenigen,
wo sich darunter nichts vorstellen kann, ist im Endeffekt ein ja, geplanter Einsatz nach einem Go-Live beziehungsweise nach einer Produktivsetzung, damit wir als Dienstleister nochmal auf das System gucken, prüfen, ob alles korrekt läuft, und gegebenenfalls so schnell wie möglich eingreifen können, um das Ganze wieder in die richtige Bahn zu schieben zu können. Deswegen auch eben diese Kontrolle nach der Reorganisation im IDM. Das halten wir für sehr notwendig beziehungsweise auch sinnvoll, denn selbst wenn im Optimalfall nichts passieren sollte, wovon man eigentlich ausgeht, kann man die Zeit dann auch immer anderweitig nutzen und andere Themen nochmal besprechen. Ansonsten gibt es dann noch eine Prüfung für mögliche anstehende Änderungen. Das ist auch das, was der Kollege Schwarz nochmal angesprochen hatte, dass man eventuell die Möglichkeiten hat, ja, Attribute oder Stammdaten erst im späteren Verlauf nochmal nachstehend eben zu provisionieren, damit man während der Zeit von der Reorganisation genügend Zeit hat, um eben Berechtigungen zu dem Zeitpunkt X im Zielsystem wieder da zu haben. Wie haben wir jetzt den Daily Business Impact? Da geht es darum, man muss ja schauen, wenn die Reorganisation jetzt vorbei ist. Das heißt, man setzt eigentlich diese Daily Business Prozesse, den User Lifecycle Prozess, setzt man erstmal aus, dann startet man die Reorganisation und dann geht man wieder zurück zu diesem User Lifecycle, den man ja gewohnt ist in den Firmen. Und hier geht es darum, dass auch bei dem ersten Lauf, bei dem User Lifecycle, keine massenweisen Änderungen vorhanden sind. Das heißt, dass die Zielsysteme auch korrekt übertragen werden, die Änderungen, dass wir hier auf jeden Fall auf der sicheren Schiene sind und hier keine, ja, enormen Ausschwankungen haben, sondern dementsprechend nur diese Einzelfälle, die auch dann auch wieder gewollt sind. Und wenn das alles gegeben ist, geht man dann wieder zurück zu dem Daily Business und die Reorganisation ist dementsprechend abgeschlossen. Schlussfolgernd kann man nur sagen, wir haben jetzt einige Szenarien betrachtet. Natürlich gibt es hier auch noch sehr, sehr viel weitere Aspekte. Wir haben jetzt zum Beispiel auch sowas wie ein Multi-Account-Management gar nicht betrachtet. Da sind auch die Herangehensweisen auch komplett anders dargestellt, weil man vielleicht auch andere Hebel und Kniffe machen kann. Wir sind jetzt hier auf dem Standard Provision Framework unterwegs, wo dann auch wirklich eine Identität im IDM die Benutzerattribute besitzt in die Zielsysteme und da es dementsprechend Verknüpfungen gibt, wo es auch diese sechs verschiedenen Ausprägungen gibt, wo wir jetzt identifiziert haben. Und ja, als letztes Wort noch, bevor man dann in die Fragerunde übersteigt. Hierfür wird es definitiv kein Tool oder Plug-and-Play-Lösung geben. Da jedes Kundensystem auch unterschiedlich ist, muss das dementsprechend auch immer erarbeitet werden, gemeinschaftlich mit dem Kunden, weil eine Plug-and-Play-Lösung, selbst wenn wir eine hätten und erarbeiten würden, müsste dennoch immer modifiziert werden. Und das wäre, wenn nicht sogar zeitaufwendiger, das dann zu modifizieren, als dann mit dem Kunden direkt zu definieren. Genau, soweit von unserer Seite. Und jetzt würden wir zu den Fragen übergeben. Ja, vielen Dank euch zwei für euren interessanten Vortrag heute. Liebe Teilnehmer, wenn Sie Fragen haben, können Sie diese jetzt in den Chat stellen. Kannst du kurz bitte eine Folie noch weitermachen? Genau, vielen Dank. Morgen finden Sie das Webinar wie gewohnt auf unserer Academy-Seite. Können Sie gerne sich die Aufzeichnung nochmal anschauen, in den Folien nochmal reinschauen oder auch Ihren Kollegen weitererzählen. Das nächste Webinar ist am 17. Mai zu dem Thema SAP Cloud Identity Access Governance im Vergleich zu SAP GRC Access Control, ein technischer Vergleich. Gut, dann schauen wir mal, ob wir Fragen haben. Und dort sehe ich die erste schon. Wie sieht ein möglicher Fallback aus? Welche Sicherheitsmaßnahmen können getroffen werden? Wer möchte? Max? Ich rede schon, bin aber gemutet. Genau. Ja, wie kann ein Fallback aussehen? Im IDM selbst ist es relativ einfach zu handhaben. Man kann eben ein Backup der Datenbank machen und dann sind die IDM-seitigen Daten relativ schnell wieder, ja, wieder so, wie sie vorher waren. Das Problem bei dem Ganzen sind natürlich die Zielsysteme. Wenn es nur um die angeschlossenen Zielsysteme ans IDM geht,
Da können dort ebenso Backups einfach gemacht werden und dementsprechend wieder eingespielt werden. Wo ich es allerdings relativ kritisch sehe, ist, wenn an die Zielsysteme wiederum Zielsysteme angeschlossen wird und sich das Ganze immer weiter so spielt. Irgendwann hat man eben so viele Systeme, dass es einfach auch nicht mehr möglich ist, alles relativ zeitgleich ja, zu backuppen und dann auch eben wieder einzuspielen. Das muss man sich natürlich jedes Mal im Klaren sein, wenn man eine Reorganisation macht. Genau. Ja, vielen Dank. Wie ich sehe, haben wir keine weiteren Fragen. Liebe Teilnehmer, wenn doch noch Fragen auftauchen sollten, Sie wissen, wie Sie uns erreichen können, melden Sie sich da einfach bei uns und ja, wir würden uns freuen auf einen interessanten Austausch mit Ihnen. Dann euch zwei nochmal herzlichen Dank für eure Zeit und ja, dann möchte ich mich für heute verabschieden. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.